der mobile Sojatoaster von Müller Technik. Diese Maschine zur thermischen Aufbereitung ist für verschiedene Futtermittel geeignet. Da alles auf einem Tieflader verbaut wurde, arbeitet diese Maschine autark. Sie benötigt weder Strom noch Gasanschluss. Die Futtermittel können bei der Ernte direkt auf dem Feld verarbeitet werden. Dank des mobilen Sojatoasters entfällt der teure Transport in weit entfernte Sojatoastanlagen und die Soja muss nicht erst auf LKWs geladen werden. Frei von Gentechnik ist kein Problem mehr. Daher ist er ideal für Biobetriebe und die Regionalität beim Futtermittel kann gewährleistet werden. Die Sojabohnen können direkt nach der Ernte vor Ort getoastet werden. Am hinteren Ende der Maschine befindet sich eine höhenverstellbare Getreideaufnahme, die über einen Anhänger oder mit einem Frontlader beschickt werden kann. Von der Getreideaufnahme wird das Produkt zur Kontrolle über eine Waage und weiter in die Toastanlage befördert. In der Toastanlage wird mittels Rädler und Lochboden das Produkt gleichmäßig mit einem heißen Luftstrom erhitzt. Danach wird das erhitzte Produkt in ein Spezialsilo befördert, wo es zur Homogenisierung verbleibt. Im Durchlaufbetrieb wird das Produkt nach der Homogenisierung gekühlt und über eine Überlaufschnecke wieder verladen. Der Durchlaufbetrieb kann jederzeit manuell ein- und ausgeschaltet werden. Bis zu 2,5 Tonnen pro Stunde können verarbeitet werden. Hierfür stehen zwei mobile Gastanks mit je 330 Litern zur Verfügung. Verschiedene km/h-Zulassungen und eine geschlossene Kabine für den Bediener sind optional erhältlich. Weitere Informationen rund um die Herstellung und den Vertrieb des mobilen Sojatoasters finden Sie auf www.mobilersojatoaster.de.